William Shakespeare gilt als einer der berühmtesten Vertreter der englischen Sprache aller Zeiten. Er ist weltweit für seine zahlreichen Theaterstücke bekannt, darunter Romeo und Julia, Macbeth, König Lear, Heinrich V. und Othello, um nur einige zu nennen. Shakespeare war nicht nur ein brillanter Dramatiker, sondern auch ein Schauspieler und Dichter. Er wurde im April 1564 geboren. Das genaue Datum seiner Geburt ist ungewiss, aber wahrscheinlich fand sie am 23. April in der Stadt Stratford-upon-Avon statt. William war der Sohn des Kaufmanns John Shakespeare und der Mary Arden. Er war der älteste Sohn des Paares und besuchte die Stratford Grammar School, wo er Latein und Rhetorik lernte. Quellen zufolge beendete er sein Studium nicht, weil sein Vater in eine wirtschaftliche Krise geriet und der Junge sein Studium aufgab, um ihm zu helfen. Im Alter von 18 Jahren heiratete er die Dorfbewohnerin Anne Hathaway, die 8 Jahre älter war als er und bereits mit dem ersten Kind des Paares schwanger. 6 Monate nach ihrer Hochzeit wurde ihr erstes Kind Susanna geboren. Im Jahr 1585 wurden die Zwillinge Hamnet und Judith geboren. Leider erreichte Hamnet das Erwachsenenalter nicht und starb 1596. Shakespeare verlor seinen Vater im Jahr 1601 und seine Mutter 1608. Er liebte seine Tochter, für die er versuchte, eine gute Ehe zu arrangieren. Susanna heiratete im Jahr 1607 und Judith im Jahr 1616. Obwohl sie verheiratet blieben, lebte Anne Hathaway weiterhin in Stratford. Shakespeare lebte jahrelang in London und besuchte seine Familie, wann immer es möglich war. Von der Geburt der Zwillinge bis etwa 1592 wissen wir fast nichts über das Leben des großen englischen Autors. Es gibt viele Vermutungen, darunter die, dass Shakespeare nach London geflohen ist, weil er auf dem Grundstück eines anderen gejagt hat. Das führte dazu, dass er von der Polizei verfolgt wurde und Stratford verlassen musste. Aber es ist klar, dass er 1592 in der englischen Hauptstadt war, wo seine Stücke bereits aufgeführt wurden. Zu dieser Zeit war Elizabeth I. die Monarchin und England war auf dem Höhepunkt seiner Macht. Das damalige Theater stand unter dem Schutz der Königin, was ein wichtiger Vorteil war und die künstlerischen Aktivitäten in London boomten. Kurz nach Shakespeares Debüt mussten die Theater für einige Zeit geschlossen bleiben, da England von einer Pestepidemie heimgesucht wurde. Der Autor nutzte diese Zeit, um Gedichte zu verfassen. Er schrieb einige berühmte wie Venus und Adonis und Der Raub der Lucrezia. Um sich nicht mit der Pest anzustecken, verbrachte der Dramatiker in dieser Zeit einige Stunden in der Stadt Stratford, wo die Ansteckungsgefahr geringer war als in London. Aber es war in der englischen Hauptstadt, wo fast alle seine Werke entstanden. Dort wurde er als Schauspieler und Schriftsteller berühmt und erfolgreich. Ihm gehörte die Theatergruppe Lord Chamberlain's Men, auch bekannt als die King's Men, und er war einer der Besitzer des Globe Theatre, eines englischen Theaters, das 1599 während der Herrschaft von Elizabeth erbaut wurde. Im Jahr 1613 brach während einer Aufführung ein schreckliches Feuer aus und das Theater wurde zerstört. Einige Zeit später wurde es wieder aufgebaut, musste aber schließlich seine Türen schließen. Heute ist es unter dem Namen Shakespeare's Globe Theatre geöffnet. Beim Wiederaufbau wurde versucht, den ursprünglichen Grundriss zu imitieren. Etwa ein Jahrzehnt nach Beginn seiner Karriere begann William Shakespeare, seine Einkünfte in den Kauf von Grundstücken, Häusern und Land zu investieren. Um 1610 verließ der Schriftsteller London und kehrte nach Stratford zurück, um bei seiner Familie zu leben. Er verbrachte seine Tage mit Schreiben und Ausruhen, aber sein Privatleben bereitete ihm Sorgen. Der Ehemann seiner jüngsten Tochter Judith hatte ein Mädchen aus der Gegend geschwängert, das bei der Geburt starb. Das brachte Shakespeare in Verlegenheit, denn er missbilligte das Verhalten seines Schwiegersohns, vor allem, weil es seine geliebte Tochter beleidigte. Eines Morgens wachte der Dramatiker mit Fieber auf. Am Abend zuvor war er mit Freunden in einer Taverne gewesen und hatte vielleicht zu viel getrunken. Sein Fieber war hoch und sein Zustand schien hoffnungslos. Trotz der medizinischen Versorgung und der Zuneigung seiner Familie starb Shakespeare 1616 am 23. April, dem wahrscheinlichen Tag seiner Geburt. Er war 52 Jahre alt. Die genaue Todesursache ist unbekannt. Es könnte eine Leberkrise gewesen sein, vielleicht aufgrund von Alkoholkonsum. Oder ein Gesichtsknochentumor. Nach einer neuen Theorie, die auf umfangreichen Forschungen beruht, könnte er an einem Augentumor gestorben sein und nicht wegen Alkoholmissbrauchs. Es gibt auch Stimmen, die behaupten, er sei Opfer einer Typhusepidemie geworden. Shakespeare ist tot, aber hat uns ein riesiges Werk hinterlassen, das in mehr als 80 Sprachen übersetzt wurde. Sie inspirieren und erfreuen weiterhin Menschen auf der ganzen Welt. Wenn wir alle historischen Aufzeichnungen analysieren,
gibt es Theorien, die Shakespeares Existenz und vor allem die Urherrschaft vieler ihm zugeschriebener Werke in Frage stellen. Mehrere Namen wurden als die wahren Autoren der Stücke angesehen, darunter der Philosoph Francis Bacon, der Dramatiker Christopher Marlowe und sogar Königin Elizabeth I. Aber es gibt überzeugende Beweise für die Existenz des berühmten William Shakespeare. Dokumente, Unterschriften, Verträge, unzählige Zeugen, darunter Schauspieler, die an seinen Stücken mitgewirkt haben. Es gibt auch Kontroversen über die Sexualität von William Shakespeare, obwohl er heiratete und Kinder hatte. Manche behaupten, dass die Ehe nur auf Drängen von Anne Hathaways Familie zustande kam, weil sie schwanger war. Was sein Liebesleben angeht, so gibt es auch Vermutungen über seine Beziehung zu einer anderen Frau, als er in London lebte, und über seine Beziehungen zu Männern, die auf einigen seiner Sonette basieren. Einige scheinen die Liebe zu einem Mann zu beschreiben, aber das kann auch nur ein literarisches Mittel sein. Zur Zeit von William Shakespeare durften Frauen nicht im Theater spielen, Männer spielten die weiblichen Rollen. Tatsächlich war der Großteil des Publikums männlich. Die Theater waren immer voll und die Aufführungen fanden am Nachmittag statt, da die Menschen früh zu Bett gingen und die Straßen nachts nicht ganz sicher waren. Shakespeare wandte sich mit seinen Werken an Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten, Bildung und Altersgruppen. Er verwendete eine Sprache, die jeder verstehen konnte. In seinen Werken behandelte er soziale und politische Themen, Tod, Intrigen, Verrat, Liebe und andere Themen der menschlichen Existenz. Er benutzte oft das Selbstgespräch, einen Moment, in dem die Figuren mit sich selbst sprechen, sodass das Publikum in ihre Geständnisse eingeweiht wird, etwas über ihre Wünsche, Ängste, Freuden und so weiter erfährt und sich oft mit ihnen identifiziert. Das Publikum fühlte sich ganz in die Geschichte hineinversetzt. In mehr als einem Werk fügt Shakespeare der Handlung eine Passage zu, in der sich eine Szene abspielt. Mit anderen Worten, es gibt ein Stück im Stück. Das passiert zum Beispiel in »Ein Sommernachtstraum« und »Hamlet«. Shakespeare schuf Werke in verschiedenen Genres und passte sich dabei perfekt an die Anforderungen jedes Genres an. Seine Dramaturgie lässt sich in Komödien, Tragödien und Tragikkomödien oder Romanzen unterteilen. In einigen seiner Werke mischte Shakespeare Elemente aus verschiedenen Genres. In einer Erzählung von ihm war es zum Beispiel nicht ungewöhnlich, dass sich ein intensiver Moment mit etwas Humor vermischte. William Shakespeare verdient auch Anerkennung für seinen Beitrag zur englischen Sprache, denn er schuf Wörter und Ausdrücke, die noch heute in der Sprache verwendet werden. Einige Beispiele sind Manager und Fashionable. Shakespeare führte rund 2000 Wörter in den englischen Wortschatz ein, obwohl einige von ihnen heute mit einer anderen Bedeutung verwendet werden. William Shakespeare war nicht nur ein ausgezeichneter Dramatiker, sondern auch ein hervorragender Dichter. Er verfasste zwei Gedichte, die als erotisch gelten. Venus und Adonis von 1593 und Der Raub der Lucrezia von 1594. Außerdem verfasste er im Laufe seines Lebens 154 Sonette, die 1609 veröffentlicht wurden und von Liebe, Tod, Leben und vielen anderen Themen handeln. Im Jahr 1623 veröffentlichte er das First Folio, eine Sammlung von William Shakespeares Stücken. Etwa 240 Exemplare des First Folio existieren noch. Shakespeares Werke sind bis heute weithin bekannt. So genial war der Autor. Einige von ihnen wurden sogar sehr berühmt. Romeo und Julia ist eines der meistgespielten Theaterstücke der Welt. Es erzählt von der intensiven Liebe zwischen zwei Teenagern, Julia Capulet und Romeo Montecchio, und wie die Feindschaft zwischen ihren beiden Familien zu dem tragischen Ende des Paares führt. Mehr als 70 Filme wurden mit dem Werk als Inspiration gedreht. Auch literarische Adaptionen wurden im Laufe der Jahre erstellt. Die Geschichte ist zeitlos und inspiriert auch heute noch Künstler. Hamlet verfolgt einen anderen Ansatz als Romeo und Julia. Es ist Shakespeares längstes Stück und die Geschichte handelt von Hamlet, dem Prinzen von Dänemark, dessen Vater ermordet wird. Die berühmte Tragödie behandelt Themen wie das Streben nach Rache, Moral und sogar die Natur der Existenz und des menschlichen Daseins. Neben seinem immensen künstlerischen und literarischen Wert hat Shakespeares Werk auch philosophische Aspekte, die immer wieder analysiert und untersucht werden, wobei immer wieder neue Visionen und Interpretationen der Werke entstehen, je besser wir ihre Komplexität verstehen. Shakespeare war ein vielschichtiger Autor, dessen wichtige Werke seine Gesellschaft unterhielten und kritisierten. Seine Beschreibungen der Verhaltensweisen der Figuren in seinen Szenarien zeugen von einem ausgeprägten Verständnis für die menschliche Natur und einem seltenen Talent, selbst unsere Schwäche in Poesie und Kunst zu verwandeln.